Die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft, kurz IDM, die Top-Liga des Motorradrennsports in Deutschland und Europa und damit das Sprungbrett für die MotoGP und die Superbike-WM. Adrenalin pur für ca. 200.000 rennsportbegeisterte Zuschauer an den 8 Rennwochenenden in Deutschland, Österreich und den Niederlanden. Ca. 500.000 Zuschauer verfolgten die Zusammenfassungen auf Sport 1 und 75.000 Besucher im Schnitt pro Monat auf der Website der IDM. Das Standing der Sportart stimmt. Das Team Yamaha Motor Deutschland von Teamchef Michael Galinski, selbst ehemaliger deutscher Meister, ging auch 2011 wieder mit Titelambitionen an den Start. Neben KTM, BMW, Ducati und Honda galt Yamaha mit seinen Fahrern Jörg Teuchert und Sascha Hommel als Anwärter für den Titel. Der Superbike-Meister von 2009, Jörg Teuchert, als Kandidat für vorderste Plätze. Ohne Sponsoren geht allerdings in der internationalen deutschen Meisterschaft wenig. Neben Yamaha und Dunlop ist die Tankstellenmarke Star seit 2009 größter Sponsor des Teams und leistet einen wertvollen Beitrag zur Zielerreichung, dem Gewinn der deutschen Meisterschaft. Nirgendwo im internationalen Rennsportgeschehen sind die Fans so nah dran am Geschehen wie in der IDM. Der Aufenthalt im Fahrerlager und Besuche in der Boxengasse, eine Selbstverständlichkeit. Autogrammstunden gehören natürlich auch dazu. So mietet sich manch gute Gelegenheit für einen Blick hinter die Kulissen. Und für den einen oder anderen Plausch mit deutschen Meistern, ehemaligen Weltmeistern und den Nachwuchsfahrern. Die Yamaha YZF R1. Ein klassischer Vierzylinder. 1000 Kubikzentimeter. Über 190 PS. Höchstgeschwindigkeiten auf den Geraden von über 300 km/h. Alle Maschinen der Superbike-Klasse, umgebaute Serienmaschinen, trotzdem Hightech pur. Nach der Saison ist vor der Saison 2011 zugegebenermaßen nicht das Jahr der Vierzylinder-Bikes. Weder der Vorjahressieger der Australier Karl Margowitsch auf der Honda, noch der deutsche Meister von 2009, Jörg Teuchert auf der Yamaha, konnten die erstaunliche Pace der Zweizylinder-KTM mitgehen. So ging der Titel an Martin Bauer aus Österreich. Aber die Vorbereitungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren. Das Team von Michael Galinski geht 2012 mit den Fahrern Matej Smirz, immerhin Fünfter im Jahr 2011, und Luca Hansen an den Start. Matej Smirz, Sieganwärter, wenn alles passt. 2011 erstmals der 19-jährige Luca Hansen auf der YZF R6 im Junior-Team von Yamaha Motor Deutschland bei den Supersportern dabei. In 2010 noch Zweiter im Yamaha R6 Cup konnte Luca Hansen mit einem ordentlichen 9. Platz in der Supersportkategorie als Rookie of the Year das Jahr abschließen. Die Weichen sind also gestellt. Ziel, Siege, Punkte, Titel. Yamaha Motor Deutschland ist gerüstet.